Hi, hallo und happy Halloween. Die letzte Woche ist da, das heißt die Geisterquest sind wieder da. Ich weiß, ich habe die letztes Jahr schon hochgeladen. Es scheinen auch wieder genau die gleichen zu sein, aber ich habe ein paar nicht synchronisiert. Ich weiß aber nicht mehr welche. Ich bin zu faul nachzugucken. Also, machen wir einfach alle. Aber ich glaube, die habe ich gemacht. Egal. Oh, hallo. Du kannst mich sehen? Wunderbar. Dann kannst du mir vielleicht helfen. Ich bin sozusagen der Verwalter der Festung des Galoppierers. Ich kümmere mich um die Formalitäten der neu eintreffenden Geister und helfe ihnen, sich zu orientieren und all das. Und daher kann ich meinen Posten natürlich keine Minute verlassen. Man weiß ja nie, wann jemand Neues auftaucht. Die Festung des Galoppierers ist das perfekte Zuhause für Geister. Aber manche von ihnen werden dann und wann ruhelos und verspüren das Bedürfnis, ihre alte Heimat zu besuchen. Zu Halloween, wenn der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten dünner wird, beginnen sie herumzuwandern. Aber wenn sie nicht zurückkehren, ehe die Portale sich schließen, können sie nicht mehr zurück. Bei einigen unserer Bewohner wird es langsam knapp. Wenn ich dir ein paar Informationen über sie gebe, würdest du mir dann helfen, die Sicherheit zurückzubringen? Ausgezeichnet. Wir haben Glück, dass du über die Sicht verfügst. Dann fangen wir mal an. Hast du in Firgorf einen Geist herumwandern sehen? Nein. Nun, einer der Geister der Festung liebte es, die Wildnis zu erkunden, als er noch lebte. Er erzählt immer wieder von seinen Wandertouren und jeden Herbst, wenn er Jorvik besuchen kann, wandert er los, um alles zu erkunden. Er ist da sehr gründlich, guckt quasi unter jeden Stein. Also im übertragenen Sinne natürlich, da er nicht wirklich Steine bewegen kann. Er sprach oft vom höchsten Gipfel, den man erklimmen kann und den atemberaubendsten Ausblick bietet. Ich weiß nicht, ob es dorthin geschafft hat, aber ich würde die Suche nach ihm in Firgorf beginnen. Würdest du ihn für mich finden und ihn daran erinnern, dass es Zeit ist, zurückzukommen? Machen wir. Dann kann man hier gemütlich den Weg lang watscheln. Der Geist ist nämlich unten. Eventuell bin ich vorhin hochgerannt und habe da dran rumgesucht, wie so eine Bekloppte. Habe ihn nicht gefunden und ja, dann fiel mir ein, warte mal, der war letztes Jahr noch unten und wir sind mit dem Vieh hochgeritten. Ja. Intelligenz und so. Ich glaube, ich bin vorbeigerannt. Ich habe die Quest vor 10 Minuten gemacht, als ob ich jetzt schon mal vergessen habe, wo das scheiß Ding steht, Mann. Wie vergesslich möchtest du sein? Ja. Stand der da gerade? Da. Haha, ich habe ihn gefunden. Oh je, wo muss ich lang? Ich werde es nicht rechtzeitig schaffen. Oh, hallo. Ich habe leider keine Zeit für ein Schwätzchen. Ich suche nämlich nach etwas. Du willst wissen, was ich suche? Oh, ich habe mir vor langer Zeit vorgenommen, dass ich mir die Zeit nehmen würde, Jorvik von seinem höchsten Punkt aus zu betrachten. Ich habe gehört, dort hat man einen unglaublichen Blick auf einen spektakulären Sonnenuntergang. Früher habe ich es geliebt, auf Wander- und Entdeckungstouren zu gehen, aber meine Arbeit hat mich oft abgehalten. Immer schien es irgendwas Wichtiges zu tun zu geben. Ich habe ihm immer gesagt, eines Tages. Aber stattdessen gab es eines Tages keine Tage mehr. Hilfst du mir, den höchsten Punkt Jorviks zu erreichen, ehe wir zur Festung zurückgehen? Ja, das sind, also ich glaube, pro Tag kommt jetzt eine Quest raus. Ihr könnt die, wenn ich mich recht erinnere, könnt ihr die Quest aber trotzdem die ganze Zeit machen. Ich meine, letztes Jahr habe ich mit Mia, glaube ich, jeden Tag eins hochgeladen. Und mit Saga habe ich die, glaube ich, am letzten Tag alle gemacht. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag schaffen, hier so ein Video zu drehen. Aber bis zum Ende der Woche sollte ich alle zusammen haben und alle hochgeladen haben. Also bis, wer ist das? Dienstag. Also bis Dienstag sollte ich eigentlich alles haben, denke ich. Hoffe ich. Ihr werdet sehen. Wir werden sehen. Also falls ihr keine Zeit habt, die ganzen Dailies zu machen, oder halt, falls ihr nicht genug Zeit für alle Dailies habt, lasst die Quest lieber aus und macht die Dailies, anstatt dass ihr die Dailies nicht macht und die Quest macht, weil die Quest ist morgen auch noch da und die neue ist auch da und die Dailies habt ihr nur einmal. Und das sind Spieler-XP teilweise, glaube ich. Wo hier habe ich bis jetzt keine Spieler-XP für bekommen. Voll die Verarsche. Aber es gibt ja Dailies in der Festung, die Spieler-XP geben. Finde ich übrigens ultra cool. Also Halloween ist so richtig für Level Freunde.
Oh, das ist noch schöner, als ich es mir ausgemalt hätte. Ich danke dir. Ah, die Luft. Ich kann tatsächlich den Herbst im Wind riechen. Wie ist so etwas möglich? So frisch, so knackig. Ja, wir müssen jetzt wohl gehen. Das war ein ganz wunderbarer Austritt. Du hast mir geholfen, innerlich Ru zur Ruhe zu kommen. Ich werde mich bis in alle Ewigkeiten an diesen Ausblick und an deine Freundlichkeit erinnern. Danke. Ich bin bereit, zur Festung des Galoppierers zurückzukehren. Ja, dann kehren wir auch mal dahin zurück. Oh, ich mag das Pferd. Ich mag den Adenauer voll gerne. Ich bin wirklich am Überlegen, mir den zu holen, obwohl ich den nicht so feiere, aber der ist schon süß. Der Strawberry Roan. Da seid ihr endlich alle beide gesund und munter. Ich hatte mir schon etwas Sorgen gemacht. Danke, Saga. Ja, die Quest gibt es dann jetzt täglich. Ja, ich denke mal, morgen kommt der nächste Teil. Ich kann mir nichts versprechen. Bis spätestens Dienstag kommt der nächste Teil. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.